Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Emergency 20 bzw. Emergency 5 mit der Lüdenscheid-Modifikation auf der Brandstedt-Karte. Ja, wir spielen wieder mit Atemschutzlogik an und auf schlimme 7. Ja, ist die zweite Folge mit Atemschutzlogik und ich bin mal gespannt, wie diese Folge jetzt verlaufen wird. Ich mach mal den Einsatzstopp raus. Da kommt auch direkt ein B3 Dachstuhlbrand reingeflogen und das ist natürlich dann sehr interessant. Direkt der zweite Einsatz. Wir hatten als ersten Einsatz mit Atemschutzlogik ein B2 und jetzt haben wir direkt als zweiten Einsatz mit Atemschutzlogik an ein B3. Sehr, sehr interessant natürlich. So, ich muss jetzt auch so ein bisschen gucken, dass ich meine Fahrzeuge einigermaßen brauchbar platziere. Ich fahre mal ein Fahrzeug da hinten hin. Ja, ich muss natürlich gucken mit den Radien von der Atemschutzlogik, wenn Gerätewagen Atemschutz da ist, dass so viel wie möglich Fahrzeuge quasi in dem Kreis drin sind und so weiter und so fort. Trotzdem muss ich die Fahrzeuge noch so verteilen, dass ich überall gut drankomme. Ich weiß noch, die eine DLK muss hier hinterfahren. Genau, irgendwas war da. Okay, eine habe ich jetzt da vorne hingeschickt, die andere DLK schicken wir nach da hinten. Ich weiß nicht, ob die... Normalerweise könnten die auch einfach hier in die Einfahrt reinfahren, könnt aufbauen und die Person vom Dach holen, aber egal. Gut, da haben wir da ein Fahrzeug, da haben wir ein Fahrzeug. Ich stelle auch hier nochmal eins hin. Weitere DLK, ich schicke die nochmal hier rein und gucke mal, ob es passt oder ob es da Probleme gibt. Gerätewagen Atemschutz wollte ich hier einigermaßen zentral platzieren. Ja, wir haben einen recht großen Radius bzw. Durchmesser, der abgegriffen wird oder abgefangen wird mit dem Atemschutzgedöns. Und ich denke mal, das sollte soweit passen. Rettungswagen packe ich gerade mal hier. NEF kann sich auch mal dahin stellen. MTW von der Polizei parken wir hier, macht einfach mal dicht. Funkstreifenwagen parkt mal hier, genau. Ja, natürlich jetzt durch die Atemschutzlogik kann ich mich wieder so ein bisschen weniger um die Absicherung von den Einsatzorten kümmern, aber ich denke mal, ich werde versuchen, so einen einigermaßen guten Mix hinzukriegen. Bei nicht ganz so aufwendigen Einsätzen kann ich mich darum mehr kümmern als bei Einsätzen, wo es jetzt wirklich um Leben und Tod geht, weil da oben stehen bei Feuer, weiß ich nicht. Fühlt man sich, glaube ich, so ein bisschen wie so ein Marshmallow über dem Grill oder über dem Feuer. So, da, KDOW wäre schon mal vor Ort. Das ist schon mal Fahrzeug 1. Das ist jetzt ein Fahrzeug, welches sehr wichtig hier ist. Gerätewagen Atemschutz. Gibt auch noch, wie gesagt, den Abrollbehälter Atemschutz. Der kann genau das Gleiche, was ich so durchgelesen habe. Habe ich aber jetzt noch nicht ausprobiert, aber ich gehe mal stark davon aus. So, kriegen wir noch was Kleines rein für den Rettungsdienst. Ist gar kein Thema, schicken wir direkt raus ohne Probleme. Und da müssen wir jetzt warten, bis die ersten Fahrzeuge da sind. Die kommen aber auch gerade in dem Moment an. Genau. Da ist ein Fahrzeug. Das ist das Fahrzeug, was wahrscheinlich hier reinfahren soll. Ich rüste eine Person schon mal mit Atemschutz aus. Beziehungsweise, ich habe hier ein Problem. Ich muss nochmal rüberfahren. Wenn ich jetzt nur einen mit Atemschutz aussteigen lasse, ich bin verdammt nah an dem Baum dran. Ja, ich bleibe lieber weiter wegstehen. Und gucke mal, dass ich hier vielleicht einen Verteiler hinsetze. Ist nicht ganz so nah am Baum dran. Wir hätten hier einen Hydranten, den würde ich mir sehr gerne zu eigen machen. So, Einsatzleiter ist auch da. DLK kommt angedüst. Er wartet schon, dass er loslegen kann. Jetzt bei ihm wird es spannend, ob es zu heiß wird oder nicht. Nee, wird aber nicht zu heiß. Gut, Drehleiter mache ich jetzt einfach so, dass zwei Personen sich mit Atemschutz ausrüsten. Solange sie im Fahrzeug sind, ist es auch überhaupt kein Problem. Gut, hier muss ich noch die Aufgabe dem Maschinisten übertragen. Atemschutzüberwachung, genau. Er könnte theoretisch anschließen. Ich weiß nicht, warum er es gerade nicht will. Willst du? Okay, gut. Wir sind aber jetzt auch startklar mit dem Löschen. Das heißt, alles ist aufgebaut. Dann, ups, das war nicht geplant. Ich würde sagen, die sollen sich jetzt noch zwei weitere Personen umziehen. So, wir machen das hier genauso. Ja, hier machen wir das auch genauso. Eine Person ausrüsten mit Atemschutz, die anderen erstmal nicht. Nur die erste Person, die loslegt mit dem Löschen, finde ich so ein bisschen besser mit dem Atemschutz, mit der Luft. Da haben wir es ein bisschen besser eingeteilt. So, da sind jetzt zwei weitere angezogen. Das bedeutet, ich kann die hier auch zum Löschen schicken. Gut, hier muss ich auch, glaube ich, noch die Aufträge übertragen. Genau, da drücken wir gerade mal die Taste E und schon sehen wir wieder den Luftstatus. Hier haben wir den Gerätewagen Atemschutz. Bauen wir gerade mal auf. Und dann ist das mit der Atemluft auch wieder kein Problem. Das heißt, ich kann jetzt eigentlich direkt alle mit Pressluftatmer ausstatten lassen. Und dann kann es auch direkt losgehen. Die DLK, ich klicke mal drauf. Ich weiß jetzt nicht, ob sie hier entfernt oder wieder hinter das Gebäude. Ich will gerade noch mal gucken, wie groß der
Umkreis ist, der abgedeckt ist. Okay, eigentlich ist der komplette Umkreis abgedeckt. Somit haben wir gar kein Problem mehr. Können wir direkt alle mit Atemschutz ausrüsten und los geht die Party. Auch hätte ich hier eigentlich machen müssen, aber gut. Stört aktuell keinen. Tut anscheinend auch nicht weh, dass es da so heiß ist. Okay, die DLK warte ich noch mit dem Löschen, weil wenn ich jetzt draufklicke, wir sehen, da ist noch das andere Symbol. Die würde dann auch nach da hinten fahren, versuchen, die Person zu retten. Das muss ja aktuell nicht sein. So. Ich will trotzdem die Aufgaben mal an den Maschinisten übertragen mit der Atemluft. Für alle Fälle. Genauso hier. So, du kannst die Person retten. Falls das funktioniert. Genau. Sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. So, verteile einmal dorthin. Wir brauchen natürlich hier noch einen Hydranten. Da hätten wir einen. Die DLK kann aber schon mal sich an dem Fahrzeug hier anschließen. Ich überwache hier gerade nochmal die Atemluft, ob das alles wirklich so funktioniert. Okay, der ist grün, passt. Bei denen ist auch alles gut. Gut, dann sind wir wirklich komplett im Umkreis drin. Wir schauen auch hier nochmal. Auch kein Problem. Alles klar, das läuft. Die Person wird gerade hier vom Dach runtergeholt. Perfekt. Das heißt, die DLK kann sich aufbauen und löschen. Sehr schön. Läuft doch alles nach Plan, oder? Okay, von der Richtung haben wir wieder die Wand im Hintergrund. Die Wand finde ich nicht schön auf Fotos. Deswegen springe ich gerade mal hier hin. Und das sieht doch ein bisschen schön bedrohlich aus. Auch wenn die so extrem hohe Wand im Hintergrund ein bisschen befremdlich aussieht. Aber ist nicht so wild. Ist nicht so wild. Eigentlich müsste ich auch mal den Gerätewagen Atemschutz fotografieren für die erste Folge mit dem... mit der Atemschutzlogik an. Ich glaube, das mache ich auch so. Da tausche ich einfach mal die Bilder von den Folgen. Beziehungsweise, ich gucke mal, ob ich für die andere Folge vielleicht noch irgendein schönes Bild habe. Beziehungsweise, vielleicht fällt es auch gar nicht auf. Ihr erfahrt es ja dann erst im Nachhinein, ob ich die Bilder getauscht habe oder nicht. Gut, das Fahrzeug hat noch keine Wasserversorgung. Wir haben aber direkt hier einen Hydranten. Gehen wir direkt dran. Dann müssen wir die Person da wegbringen. Rettungsdienst-Sammelstelle ist da hinten. Da muss er noch ein Stückchen laufen. Ich hoffe, er kommt überhaupt dran an die Person. Feuer ist aus. Feuer ist aus. Können wir direkt die Tür wieder zumachen mit der Polizei, weil die Tür ist offen. Warum auch immer. Er hat die Person, die DLK, lasse ich mal wegpacken. Gut, bring die bitte mal da hinten hin. Falls du das kannst und machst und tust. Ich habe dich gerade nicht ausgewählt. Ich habe außerdem die Person erwischt. Jetzt habe ich dich. So, bring die Person mal da hinten hin. Wir haben nur eine verletzte Person. Es ist noch kein Feuerwehrmann umgekippt durch meinen Fehler wegen der Atemschutzlogik. Beziehungsweise ich habe ja noch keinen Fehler gemacht, glaube ich. Es läuft ja alles nach Plan, wie es sollte. Keine Person verletzt. Alles läuft tippitoppi. Gut. Dann kann das ein oder andere Fahrzeug schon mal weg. Man muss halt jetzt mit der Atemschutzlogik wirklich gucken, dass man die Fahrzeuge einigermaßen logisch parkt. Weil normalerweise hatte ich den Gerätewagen Atemschutz immer ganz weit weg geparkt, weil habe ich nicht gebraucht. Stand nur im Weg rum. Ja, so nah an den Flammen will man den ja auch nicht parken, ist ja auch nicht ganz so gut. Jetzt habe ich extra geguckt, dass ich hier so ein bisschen die ganzen Einsatzleiter ein bisschen verteile, weil man sieht es ja hier, selbst der KDOW hat hier jetzt einen Radius drum. Habe ich ja in der letzten Folge schon erklärt, mit dem Fahrzeug muss man quasi, oder das Fahrzeug muss man aktivieren, dann kriegt man hier diesen Radius, beziehungsweise den Durchmesser. Alles, was da drinnen steht, wird mit Luft versorgt, hat mal keine Probleme mehr. Und wenn der Radius nicht reicht, könnte ich den Einsatzleiter ein bisschen umparken, beziehungsweise das Fahrzeug ist noch in dem Radius von dem gerade so drinnen. Und dann wird der Radius erweitert und dann passt es mit der Versorgung auf jeden Fall. Ja, wenn ich jetzt die andere Richtung noch ein bisschen vergrößern wollen würde, müsste ich das Fahrzeug da parken. Dann ist der Bereich auch noch vergrößert, genau, mit der Luft. Normalerweise, wenn ich jetzt hier hinten hinfahre, dürfte das eigentlich nicht funktionieren, oder? Wenn ich es so richtig verstanden habe. Aber keine Ahnung, es zeigt immer noch an. Nee, jetzt nicht mehr. Okay, das ist jetzt wirklich zu weit weg aus dem Durchmesser raus, deswegen wird der Bereich jetzt nicht mehr vergrößert. Wenn ich da jetzt wieder reinfahre in den Kreis, müsste es eigentlich wieder angezeigt werden. Genau, jetzt ist es wieder da. Perfekt. Funktioniert alles so wie gedacht. Gut. Dann könnt ihr auch zusammenpacken. Ihr auch, ihr auch. Ihr auch. Ihr auch. Tür ist zu, ihr könnt auf Streife gehen. Und hier schauen wir gerade, dass wir die Person noch transportfähig bekommen, beziehungsweise... Transportfähig ist sie ja. Ich meine, dass wir die transportiert bekommen ins Krankenhaus.
Ja, aber ich finde die Atemschutzlogik eigentlich schon recht spaßig, weil man jetzt bei den Bränden, ich habe ja gesagt, die sind nicht ganz so abwechslungsreich, ja, und deswegen mag ich Unfälle eigentlich mehr in dem Spiel. Aber natürlich, wenn du diese Logik anhast, dann ist es wieder was anderes, weil du musst dann ein bisschen mehr schauen, wie parkst du die Fahrzeuge? Wie ist die Reichweite davon? Was macht der Luftzustand dort? Wie ist es da? Und ich meine, du hast ja jetzt nicht bei jedem Einsatz den Gerätewagen Atemschutz mit dabei. Klar, man könnte es einfach machen, schickt den einfach bei jedem Einsatz mit raus, bei jedem kleinen. Aber dann hast du natürlich das Problem, wenn es dann wirklich mal groß brennt, hast du kein anderes Fahrzeug mehr dafür da. Beziehungsweise du hast halt nur diese zwei Fahrzeuge, Abrollbehälter Atemschutz und einmal Gerätewagen Atemschutz. Dann hast du natürlich ein Problem. Das heißt, bei den kleineren Einsätzen oder mittelgroßen Einsätzen, wo das Fahrzeug nicht mehr dabei ist, musst du halt wirklich gucken, dass du den Leuten dann vielleicht das Atemschutzgerät ausziehst und wieder ein neues anziehen lässt. Dann hast du natürlich wieder gut was zu tun. So, hier haben wir Verbrennung dritten Grades. Verbrennung dritten Grades brauchen wir keinen Hubschrauber. Somit, ja, perfekt. Schön. Die schicken wir wieder ins Krankenhaus. Hier können wir eigentlich gerade mal die Einsatzstufe erhöhen und die Zeit schneller laufen lassen. TH3 VUGSG. Ich sehe da ein Auto im Wald. Beziehungsweise GSG. Es sind wieder Gefahrstoffe ausgetreten. Wir brauchen hier auf jeden Fall die Werkfeuerwehr. Ich schicke mal ELW, HLF, LF. GW, Dekon brauchen wir auf jeden Fall. Ich würde auch mal ein TLF mit rausschicken. Beziehungsweise wir schicken zwei HLFs raus und kein LF. Ich würde auch, glaube ich, den Gerätewagen Atemschutz herschicken, weil ich glaube, den brauchen wir auch. Wenn ich jetzt aber wüsste... Der steht. Ich finde den gerade nicht in der Liste. Okay, ich schicke erstmal die Fahrzeuge hier raus, bevor ich noch länger schaue. Ich schicke erstmal die Fahrzeuge raus und dann sehen wir weiter. Ich denke mal, hier in den ABC-Schutzanzügen brauchen wir bestimmt auch die Atemschutzlogik, beziehungsweise kostet auch Luft. Deswegen wollte ich das Fahrzeug mit rausschicken, dann habe ich da schon mal keinen Stress. Aber normalerweise, das Feuerchen sollte schnell gelöscht sein und normalerweise brauche ich das Fahrzeug nicht, aber ich muss gerade weg. Wo steht denn das? ELW, HLF, DLK, LF, HLF, TLF, MTW, WLF. Es müsste ja theoretisch noch irgendein Fahrzeug sein, welches gerade... Ah, da. Berufsfeuerwache 2 kommt das. Okay, ich hatte eins im Kopf. Nee, ist aber Berufsfeuerwache 2. Da wäre der Gerätewagen Atemschutz. Ich schicke den gerade einfach mal hierher, weil ich sehr viele Leute hier gerade alarmiert habe. Einsatzleiter ist auch auf dem Weg. Wir brauchen auf jeden Fall. Ich würde mal vom Mit. Na, die ist schon tot. Da können wir nichts machen. Ich glaube, die ist schon tot. Ich schicke mal Rettungswagen plus NEF auch direkt raus. Aber ich glaube, die ist aus dem Fahrzeug geflogen oder wurde von dem Fahrzeug auf dem Bürgersteig umgemäht. Ich glaube, da haben wir nicht mehr ganz so viele Chancen. Ich schicke auf jeden Fall mal ein bisschen was raus. Ich rufe auch mal einen Hubschrauber. Weil ich damit rechne, dass das wirklich schwierig ausgeht. Natürlich nicht schön, aber wie gesagt, ich kann halt bei manchen Einsätzen kannst du halt nichts machen. Bei manchen Einsätzen bist du hilflos. Ich muss dann mal gucken, wo der Hubschrauber landen kann. Vielleicht kann der hier irgendwo runterkommen. So, ich rüste gerade mal alle um, weil Gerätewagen ist ja auch auf dem Weg mit dem Atemschutz. Ah, ich habe die, Entschuldigung, falsch umgezogen. Das wäre jetzt natürlich fatal gewesen, wenn ich die hätte aussteigen lassen. Das wäre wirklich extrem fatal gewesen. So, ihr macht mal das, ihr macht mal das. Dann Überwachung. Okay, die sind aktuell noch im vollen Zustand, aber verlieren jetzt natürlich schön Luft. Hier auch alle umziehen. Gerätewagen Atemschutz ist auf dem Weg, deswegen eigentlich kein Problem. Ihr baut auch mal schön auf. Ist da drüben schon der Notarzt? Genau, ja, aber der kann dann schon nichts mehr machen. Der kann da schon nichts mehr machen. Sieht man schon an der Position, wie die Frau da liegt. Steigt mal bitte wieder ein. Ihr seid nämlich ganz schön an der Rauchwolke dran, aber da können wir nichts mehr machen. Das ist schon vorbei. Das ist schon vorbei. Gut, wie sieht's hier aus? Da können wir auf jeden Fall dann gleich losfahren. Dann ist der Einsatz fertig. Hier wird gerade schon angefangen zu löschen. Na, ich habe alle Personen, die habe ich nicht. Eine Person nicht. Bitte auch hier die Atemschutz-Dingens überwachen. So, sieht ganz okay aus. Gerätewagen Atemschutz ist auch vor Ort. Feuer ist aus. Gut, dann brauche ich das Fahrzeug hier eigentlich nicht mehr. Ich kann die Leute umziehen lassen. Hubschrauber ist da, aber wie gesagt, er kann da nichts mehr machen. Da kann er nichts mehr machen. So, Gruppenführer, renn mal gerade hier hin.
So, Notarzt. Ja, direkt RIP. Das ist natürlich immer so demotivierend. Aber klar, kannst du nichts machen. Ist halt so. Kann man nicht ändern. Kann man nicht ändern. Gut, TLF haben wir jetzt nicht benutzt. Habe ich sonst noch irgendjemanden? Genau, ihr habt alle noch Sachen an, die ihr nicht anhaben solltet, weil euch vielleicht irgendwann die Luft ausgeht. Ups, falsche Taste. Hubschrauber ist gelandet, falls wir den brauchen. Hier ist nur eine Person drin. Mal gucken, wie viele da drüben drin sind. Wahrscheinlich gar keine Person mehr. Doch, ist noch eine drin, okay. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viele, wird nämlich gerade nicht angezeigt. So, ihr könnt auch mal aufbrechen, dann ist der Einsatz nämlich fertig. Na gut. Dekon werden wir wahrscheinlich gleich noch brauchen, genau. Habe ich ja wieder ganz vergessen. Schicken wir mal gerade dorthin. Ich hoffe, der kommt durch. Okay, den LKW hat es gerade despawned, alles klar. Dann ist der schon mal weg vom Fenster. Eine Person ist befreit. Atemschutz haben wir angezogen. Somit du dorthin, du dorthin. Ja, ist auch immer so ein Anzeichen, wenn man so einen Einsatz hat und die Person hat dieses Symbol drauf, statt dieses, dann weiß man schon, die Person ist echt hart verletzt oder schon verstorben. Eins von beiden meistens. Das ist eigentlich auch voll das schöne Fahrzeug, finde ich. Gut. Rein ins Fahrzeug, nicht so lange quatschen, auch mal was tun. Ich weiß nicht, ob es wirklich nur die... Nee, es ist noch eine Person mehr. Ich brauche aber noch keinen Rettungswagen und einen weiteren Alarmen, weil wir haben den Hubschrauber eh vor Ort. Die am schwersten verletzte Person bringen wir mit dem Hubschrauber weg. Beziehungsweise, ja, sie nicht. Sie nicht mehr. So, er ist heile. Dann, was heißt er ist heile? Er ist dekontaminiert. Er ist jetzt so weit, dass wir ihn mit dem Notarzt anschauen können. Notarzt kann sich schon mal seine Tasche holen. Ich weiß nicht, ob das jetzt die letzte Person war. Sieht aber so aus. Okay. Dann Abschlepper rufen. Untersuchen. So, Notarzt hat seine Tasche in der Hand. So, schnapp dir mal den. Der kann sich von mir aus schon mal umziehen. Und er hat die eine Person da hinten hingeschliffen. Ist natürlich auch nicht so ganz so geil. Bring die Person mal gerade dorthin. Guter Mann. So, er hat sich umgezogen. Also er wird mir auch nicht mehr ersticken. Der Bestatter kann schon wieder wegfahren. Ansonsten, ich hoffe, ich habe jetzt niemanden mehr mit Atemschutz hier rumlaufen von den zwei Fahrzeugen, aber sieht gut aus. Notfalls, wie gesagt, es fängt an zu piepsen, wenn die Luft ausgeht. Dann hört man piepsen, dann weiß man genau, oh, irgendwas ist hier gerade, nicht ganz so gut. Und dann kannst du noch reagieren, wenn du Glück hast. Man kann, soweit ich weiß, auch die Person dann einfach schnell ins Fahrzeug schicken, dann verlieren die auch keine Luft mehr, soweit ich weiß. Ob das noch so funktioniert, keine Ahnung, aber ich denke mal schon. Genau, hier wird gerade noch dekontaminiert. Was haben wir hier für eine Verletzung? Atemnot, okay. Ich bin mal überlegen, nehmen wir erstmal die Person mit dem Hubschrauber auf. Ne, komm, wir versuchen es erstmal mit dem Rettungswagen. Ja, nicht dahin laufen, lauf mal dahin. Genau, das war soweit fertig. Das heißt, die könnten eigentlich theoretisch zusammenpacken, weil wir müssen auch kein Leck abdichten oder so. Alles klar. So, die haben noch Atemschutz an. Deswegen sagen wir denen jetzt, ihr könnt nach Hause gehen. Bevor die mir umkippen, schnell wieder ins Fahrzeug. Und ab in die Wache. Gut, die können eigentlich auch zusammenpacken. Die können zusammenpacken. Da kommt der Abschlepper. Gucken, was wir hier haben. Atemnot nach chemischer Kontamination. Dann machen wir es so. Wahrscheinlich wird der Notarzt begleiten müssen. Wenn er begleiten muss, fährt er mit und dann kann der Notarzt sich darum kümmern. Das Dekon fährt rückwärts erstmal gegen den Hubschrauber. Da war auch letztens was auf der A3, beziehungsweise auch schon wieder 2-3 Wochen her, war auch ein Hubschrauber auf der Autobahn gelandet und irgendwie ist irgendwas gegen den Rotor gefahren und dann konnte er nicht mehr abheben. Ist natürlich auch richtig kacke. Aber klar, Sicherheit geht vor. Auch wenn vielleicht nichts so an sich kaputt war, aber Sicherheit geht natürlich vor. Es bringt einen nichts, wenn da ein Patient mit transportiert werden soll und am Ende schmiert dir der Hubschrauber ab.
Deswegen bei jeder kleinen Berührung mit den Rotoren irgendwo dran ist Feierabend, wird nicht mehr geflogen. So, okay, die Person ist schon transportfähig. Ich lasse den Notarzt jetzt bei dem Rettungswagen einsteigen und vom Hubschrauber sollte eigentlich jetzt jemand aussteigen und sich um die andere Person kümmern. Hier sind wir transportfähig. Das heißt, der Notarzt fährt dort mit. So, jetzt packen die auch endlich mal zusammen. Oh, Buschbaumbrand direkt neben dem Haus. Schicken wir mal am LF raus. Werkfeuerwehr fährt hierher. So, die können schon los. Zweiter Abschlepper kommt. Die nehmen jetzt die Person auf. Notarzt ist auch schon eingestiegen. Also können wir in wenigen Sekunden hier hinten auch die Stelle wieder aufheben. Einsatzleiter kann auch weg. Ah, da hört man sie schon. Ja, die waren ja gerade im Einsatz. Ist auch noch der ein oder andere nicht richtig angezogen. Beziehungsweise, wir lassen mal alles ausziehen. Wir fahren nochmal einen Meter weiter rüber, dass wir da ein bisschen weiter weg sind. Einer mit Atemschutz. Und dann geht's auch schon los. Ich finde es aber gut, dass das vom Spiel immer so gemacht wird, dass das mit dem Atemschutz passt. Wenn man jetzt nur einen ausrüstet, wäre ja doof, wenn der jetzt losrennt und rennt zum Hydranten da hinten hin und irgendeiner ohne Atemschutz geht da dran. Es wird von der Modifikation schon so richtig erkannt, dass der mit dem Atemschutz derjenige ist, der löscht. Das finde ich wirklich super. Hätte ich nicht gedacht, dass das irgendwie so mit drin ist, aber ja, tatsächlich. Gut, die bauen Versorgung auf. Oh, hier wäre auch einer gewesen, der wäre näher dran. Der tut jetzt den Verteiler hinsetzen und der andere schließt dann direkt an. Ich sage jetzt hier nochmal dem Maschinisten, dass der sich darum kümmern soll. Genau. Scheint eine Realität auch so zu sein, habe ich nachgelesen, beziehungsweise hatte ich gelesen gehabt, dass der Maschinist das alles dokumentiert. Hab auch bei Feuer und Flamme, glaube ich, war es, gesehen, dass der Maschinist da auch immer mal nachfragt und nachfunkt, was so der Status quasi von der Luft macht, viel noch vorhanden ist. Sehr, sehr schön, dass das hier so auch umgesetzt wurde. Gut, wie sieht's hier aus? Hubschrauber ist weg, wir heben diese Stelle auf, wir schicken die Polizei auf Streife und den anderen Wagen auch. Somit haben wir hier alles. Ich hoffe nicht, dass ich noch irgendein Fahrzeug im Wald übersehen habe, aber ich glaube nicht. Also von den Spuren her war das der LKW, beziehungsweise von den Spuren her. Ja, man kann es vielleicht so erklären, hier die Spuren. Es war ja hier nur der LKW. Das andere Fahrzeug ist ja weggeflogen. Wahrscheinlich wollte der LKW abbiegen, war ein bisschen zu schnell vielleicht. Das andere Fahrzeug konnte nicht mehr ausweichen, nicht mehr bremsen. Ist gegen den LKW gekommen. Der LKW hat das Auto natürlich durch höheres Gewicht und so weiter und so fort hier über den Bürgersteig katapultiert an dem Baum. Die Person, die hier verstorben war, entweder war die im Auto vorher drin, ist rausgeflogen oder ist hier vielleicht gerade spazieren gegangen und wurde vom Auto erwischt und ist dann verstorben. Also sehr tragischer Unfall auf jeden Fall, aber gut, was will man machen? Kann man nichts mehr machen. Genau, okay. Das ist abgeschlossen. Anderer Einsatz war auch abgeschlossen. Ich weiß aber jetzt nicht, ich glaube, das war hier unten auf der Map, genau. Dann schicken wir die mal los, weil Luft wird langsam weniger. Bis jetzt hat aber noch nichts gepiepst. Wir sind in der zweiten Folge und es hat nichts gepiepst. Ich bin glücklich. Gut, die räumen gerade weg. Auto fährt gerade über den Schlauch drüber. Alles klar. Sollte man in der Realität nicht machen. B1, PKW-Brand. PKW-Brand, hier hinten bei der engen Stelle, okay. Ich werde mein Feuerfahrzeug hier anstellen. Ich hoffe, die kommen dann überall dran. Aber ich versuche es extra mal so hinzustellen, dass man überall dran kommt. Hier wird jetzt alarmiert, Tor geht auf, Sirene heult gleich los. Schon wieder. Okay. Dann rollen wir da mal hin. Einmal hier. Einmal hier. Mit zwei Fahrzeugen, weil es brennt jetzt aktuell nur die Hecke, so wie es aussieht. Aber wie gesagt, wir spielen auf Schlimm 7. Oder habe ich es bei der Folge gesagt? Ich weiß nicht. Jedenfalls, wir spielen auf Schlimm 7. Immer noch. Wir werden auch dann bald mal wieder die Map wechseln. Wir hatten jetzt sehr, sehr viele Folgen wieder auf Brandstedt. Ist halt meine Lieblingskarte. Bin ich auch am meisten eingearbeitet.
Es wurde sich aber mal wieder gewünscht, dass wir mal Schlimm 7 wieder auf Linzing oder Lüdenscheid spielen. Auf Linzing oder Lüdenscheid ist Schlimm 7 wirklich Schlimm 7. Also schlimmer, meiner Meinung nach. Kommt dann auch bald mal wieder. Ja, jetzt habe ich mal den Wunsch eingelöst, dass wir mal mit Atemschutzlogik spielen. Absperren hatte ich davor gemacht. Ja, wir werden natürlich hier auch noch, ich werde schauen, dass ich auch den einen oder anderen Einsatz ein bisschen absperre. Ja, demnächst kommt wieder ein Mapwechsel. Mal gucken, es wurde sich auch gewünscht, dass ich mal wieder Schlimm 7 wegmache, aber ich finde Schlimm 7 eigentlich richtig, richtig cool, weil es momentan einfach zu den Temperaturen passt, die draußen in der Realität sind. Es ist einfach mega warm. Wir haben heute auch wieder, was haben wir denn aktuell? 31 Grad. Und es ist einfach alles so trocken. Wenn man bei uns auf der Wiese läuft, es knirscht und knarzt einfach nur noch unter uns. Das trockene, brechende Gras. Wir haben sowieso eigentlich gar kein Gras mehr. Das ist nur noch Savanne eigentlich. Eigentlich nur noch Wüste. Wenn da natürlich ein Funken draufkommt, dann hast du direkt dein Grillfeuer. Und ja, das passt dann natürlich hier mit Schlimm 7, finde ich, ganz gut, weil das simuliert so ein bisschen Trockenheit, finde ich. So, wir sind hier noch auf der Anfahrt, Wobei, hier habe ich schon ein Feuerwehrfahrzeug gehört, ich weiß aber nicht. Ah, da ist es. Hat nur das Horn aus. Alles klar. Ja, es ist hier hinten immer ziemlich eng. Das macht es immer ein bisschen schwierig. Fahrzeugbrand, ich würde jetzt gar keinen Atemschutz anziehen. Wir versuchen es einfach mal so. Ich muss hier immer wegen den Häusern ein bisschen gucken, dass ich nicht in den Häusern drinne bin, sonst schicke ich die nämlich falsch, die Leute. So, wir haben alles Mögliche an. Blaulicht haben wir noch an. Wir haben Heckwarne an. Brauchen wir hier nicht so unbedingt, aber ist okay. Die Leute haben einigermaßen Platz drumherum. Rauch zieht nach oben, trifft gerade die Leute nicht so dolle, deswegen kann man ohne Atemschutz durchziehen, dann haben wir da schon mal keine Probleme. Wir gucken gerade mal hier bei dem Einsatz. Feuerwehr ist da mit allen beiden Fahrzeugen. Schnellangriff wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Ich würde auch hier jetzt ohne Atemschutz einfach mal hinterrennen. Also wir lassen Verteiler mal, ich weiß nicht, können die das hier auf dem Grundstück legen oder Verteiler mal dorthin. Wasser nehmt ihr euch da. Solange es sich nicht weiter ausbreitet, würde ich das jetzt nur mit dem einen Fahrzeug versuchen irgendwie abzulöschen. Gut, eine Person löscht. Personenschaden haben wir hier ja nicht. Ich das so richtig sehe, oben in der Einsatzbeschreibung. Und ja, das läuft. Wir brauchen noch die Polizei. Die ich immer gerne bei Fahrzeugbränden vergesse, muss ich zugeben. Habt ihr bestimmt schon gemerkt und sage ich auch ab und zu mal. Ist ja auch nicht wichtig, im Grunde genommen. Da gibt es wichtigere Sachen, die man bei einem Fahrzeugbrand erstmal machen muss, als die Polizei direkt zu verständigen. So, da sind wir fertig. Ich schicke die Polizei. Natürlich, die Feuerwehr. Schicken wir weg. Darf wieder zurückfahren. Hier, die sind noch am Aufbauen, haben aber Wegfindungsprobleme. Deswegen schicke ich das zweite Fahrzeug doch noch los. Ich weiß jetzt nicht, wo die lang rennen. Er rennt hier aktuell komplett außen rum mit seinem Kollegen. Wir versuchen es mal hier. Vielleicht klappt es da besser. Wir gehen hier an den Hydranten gerade mal dran. Und ja, mal schauen. Die werden schon irgendwann einen Weg dahin finden, ganz klar. Aber die gehen halt aktuell erstmal hier außen rum spazieren. Wegfindung und Emergency. So, die Feuerwehr fährt weg, bevor die Polizei da ist. Das heißt, wir können die Polizei dann auch gleich mal umparken. Die können auch ihre Tröte ausmachen. Ist nichts mehr Eiliges. So, ich habe es auch schon gehört eben. Die sind also schon so gut wie da. Da sind sie. Ja, haben quasi die Einsatzstufe reduziert. Blaulicht aus. Es brennt ja nichts mehr. Es ist keine Gefahr mehr da. Es geht einfach nur darum, Papierkram ausfüllen, Abschlepper rufen. Das war's. Ja, kurz hier mit Warnblinker hingestellt, Licht aufs Fahrzeug gerichtet, damit man schön sieht. Abschlepper ist gerufen. Das war's schon. Ihr könnt wieder wegfahren. Genau, so ist es. Ich bin gerade am überlegen, ob ich auch bei den Videos das Kennzeichen, dass es mit Atemschutzlogik ist. Vielleicht interessiert es ja jemanden. Vielleicht googelt ja mal jemand danach oder YouTube sucht da Lüdenscheid Atemschutzlogik. Glaub, es wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Ich überleg's mir mal. Gut, wir haben gerade nichts zu tun. Der Abschlepper lässt auf sich warten. Ich gehe gerade mal hoch mit der Einsatzstufe. Verkehrsunfall.
RD, gestürzte Person. Es ist aber gut. Ja, wir gehen es ja eben einigermaßen ruhig an mit den Einsätzen, einer nach dem anderen, weil ich hatte ja gefragt, ich wiederhole es nur gerne nochmal, ob ihr mehr Einsatzspringerei haben wollt, ja, mehrere Einsätze auf einmal, dass ich so ein bisschen ins Schwitzen komme, oder ob ihr lieber was von den Einsätzen sehen wollt. Es wurde abgestimmt, beziehungsweise es wurde in die Kommentare immer geschrieben, lieber zuschauen, als ständig von Einsatz zu springen. Und das machen wir so mit. VU-PKW, ich weiß nicht genau, was hier jetzt Sache ist, ob da schwerer Unfall, leichter Unfall, nur Sachschaden irgendwie. Deswegen, wir schicken mal Polizei und Rettungswagen raus, die sollen erstmal erkunden und dann sehen wir weiter. Wenn jetzt natürlich hier ein Fahrzeug am Brennen ist, haben wir ein Problem, aber wahrscheinlich können wir dann immer noch reagieren. So, kommt aus der Berufsfeuerwehrwache 2, jedenfalls der Rettungswagen. Polizei ist, glaube ich, auf dem Weg, kommt aus der Autobahnpolizeiwache. Okay, dann ist der Rettungswagen auf jeden Fall viel schneller da. Weil der muss nicht weit fahren, der ist wirklich direkt nebenan eigentlich. So nah dran, dass man nicht mal auf dem Navi irgendein Ziel sieht. Okay, er ist rausgefahren aus der Map. Kommt gleich wieder. Ich lasse die Kamera gerade automatisch mal mitfahren. So, da kommt er wieder angefahren, um die Kurve. Jo, da ist er. Okay, jetzt sehen wir auch eine Strecke auf der Minimap. Okay, wir sind da. Ich höre es knistern. Oh, das ist doch ein bisschen schlimmer als erwartet. Schicken wir mal zwei Fahrzeuge raus. Parken wir beide davor. Der Rettungswagen parke ich jetzt gerade nochmal um. Die Polizei können wir auch gerade mal umparken. Wir müssen nämlich hier die komplette Spur dicht machen. Park mal so. Ja, ist natürlich jetzt schwierig. Wie wollen wir es absperren? Ich muss es ja offen lassen, damit meine Einsatzfahrzeuge durchkommen. Ich würde gerade einfach mal hier diese Blitzleuchten nehmen. Die drehen wir ein bisschen. Und ich lasse hier wieder ein Stück frei, dass die Fahrzeuge da durch können und ich hoffe, die KI bleibt dran hängen. Sagen wir es so. Gut, ich brauche auf jeden Fall noch 1, 2, 3 Rettungswagen mehr. Einen haben wir schon da. So, Rettungswagen. Wir parken wieder leicht schräg, damit mal alle Türen drankommt und so weiter und so fort. So, Rettungswagen können wir auf dem Bürgersteig hier draufstellen. Feuerwehr ist da. Polizei fährt hier gerade Streife dran vorbei. Ja, warum nicht? Warum nicht? Gut, Atemschutz brauchen wir jetzt aktuell nicht. Wir schalten hier Umfeldbeleuchtung an und Heckwarner. Und dann Verteiler setzen wir mal hier. Da komm, setzen wir mal dorthin. Wasser nehmt ihr euch von da hinten bitte. Na komm, jetzt. Ja, ist auch nur ein Fahrzeug aktuell am Brennen. Da haben wir normalerweise wenig Probleme mit der Atemluft. Deswegen brauche ich hier jetzt keinen Pressluftatmer anlegen. Okay, da hat er ein Markierungsding nicht hingestellt. Vielleicht können wir auch zwei Stück noch hinmachen, ich weiß es nicht. Aber normalerweise, so müsste er auf jeden Fall dicht sein für KI-Fahrzeuge. Hier zeigen wir an, Vollsperrung. Wir haben hier die ganzen Blitzleuchten, die die Straße eigentlich dicht machen. Ich würde sie auch gern komplett dicht machen, aber dann kommen vielleicht meine Fahrzeuge nicht mehr durch und haben wir ein Problem. Oder ich müsste halt jetzt offen lassen, bis die Fahrzeuge da sind. Dann fährt aber vielleicht schon das ein oder andere KI-Fahrzeug durch. Dann haben wir da auch wieder Probleme. Deswegen, wie wir es machen, ist es falsch. So, wir haben hier zwei verletzte Personen. Das heißt, wir brauchen sehr wahrscheinlich... Du hast ja schön geparkt. Komm, mach mal Platz für deine Kollegen. Genau. Wir brauchen auch wahrscheinlich, wenn in jedem Fahrzeug eine Person drin ist, brauchen wir nochmal ein bisschen Rettungsdienst. Wir können auch hier vorne noch parken. Da ist eine Person drin. Okay, da wird schon rausgeschnitten. Okay, der andere rennt hier, glaube ich, gerade ans andere Fahrzeug dran. Aber nee, komm, wir lassen die andere Besatzung von dem anderen Fahrzeug das machen. Ja, nicht, dass wir denen jetzt die Gerätschaften wegklauen. So, nochmal ein Stück vorgefahren, damit die Rettungswagen noch durch können. Der kann gerade mal schauen gehen und... Okay, da ist auch noch mal eine Person mehr. Das heißt, wir haben jetzt schon 5 Personen. Das wäre eigentlich Mann. Nein, bitte nicht bei der Leitplanke hinlegen. Oh, du bist doof.
Du bist doof. Du bist ein Doofer. Du bist ein Doofer. Ah, okay. Dann versuchen wir die Person da wieder wegzuschleifen. Gut, wir brauchen sehr wahrscheinlich nochmal einen Rettungswagen. Normalerweise wäre es jetzt Mann 5, aber wenn ich das jetzt alarmiere, dann habe ich doppelt so viele Rettungswagen da, beziehungsweise ich könnte ja vom Katastrophenschutz das Fahrzeug bringen lassen, Zelt und so weiter und so fort, aber nee. Machen wir nicht. Wir machen es so. Da ja eh nur eine Person nach dem anderen befreit wird, da normalerweise wenig Probleme mit. Gut, ja, er wird die Person jetzt wahrscheinlich auch wieder hinter die Leitplanke legen. Ich hoffe, ich komme da dran. Ansonsten, ja, hier ist soweit dicht. Sind bis auf 4 Fahrzeuge alle da. Kann man eigentlich gerade nochmal ein Foto machen, oder? Ah, immer wenn ich coole Sachen hier gestalte, habe ich diese blaue Wand im Hintergrund. Aber ich finde trotzdem, es sieht cool aus. Wahrscheinlich nicht als Thumbnail brauchen, weil ich ja da schon ein anderes Foto für habe. Aber egal, man kann nie genug Bilder haben. So, du holst jetzt mal die Person und du machst mal da weiter und du machst mal dort weiter und du kümmerst dich jetzt mal da drum. Ja, theoretisch könnte man wieder die Feuerwehrmänner nehmen, die erste Hilfe leisten, um die alle heile zu machen. Okay, der Rettungswagen ist auch schon mal da. Der könnte sich eigentlich gerade mal so ein bisschen auf den Bürgersteig draufstellen, der Notarzt auch. Weil ich denke auch mal, die anderen kommen von da hinten angefahren, die können sich ja durchschlängeln hier. Wenn ich mich jetzt aber hier quer hinstelle, wird es wieder eng. Deswegen machen wir es so. Aber die können sich dann von mir aus so hinstellen. Genau, du bringst die Person gerade mal wieder hier hinten hin zum Rettungsdienst. Du kannst die Person von mir aus auch mal hier hinbringen, da ist auch ein Rettungswagen. Heitere Person befreit, ich brauche nochmal Tragehilfe. So. Okay, erste Person wird transportbereit. So, müssen wir uns auch mal drum kümmern. PKW-Brand, Fahrzeug wurde abgeschleppt, haken wir ab. Ein Notarzt kommt gerade angegondelt. So, die Person bringst du am besten auch mal nach hier hinten. Du holst dir nochmal eine Person. Die erste ist transportierbar. Was haben wir denn da? Schockzustand, okay. Ich schicke schon mal einen Polizisten hier hinten hin, aber ich fange noch nicht an mit den Abschleppern. Ja, ich habe hier so viele Fahrzeuge momentan stehen und wenn ich die dann wegschicke zum Krankenhaus, dann kriege ich hier vielleicht wieder Verkehrschaos und geht wieder nichts vorwärts, nichts mehr zurück. Machen wir nicht. Wir haben alle Personen befreit. Das ist schon mal sehr schön. Notarzt kommt gerade an. Rettungswagen fährt gerade im Gegenverkehr. Ist aber auch eine ganz gute Wahl, glaube ich. Aber der Notarzt schlängelt sich auch durch. Schlängelt sich gekonnt durch. Der Rettungswagen zieht jetzt davor und macht die ganze Lücke dicht. Aber Bürgersteig regelt. Okay. Da sind wir auch transportbereit. Hier hat's gepiepst. Notarzt. Gut. Da liegt noch eine Person rum. Die hätte ich gerne auch mal hier hinten hingeschleppt, ehrlich gesagt. So, dann kann der sich mal darum kümmern. Der kann sich darum kümmern und der kann sich darum kümmern. Und die andere Person hier schleifen wir nach da hinten. Haben wir auch noch einen Notarzt und einen Rettungswagen dastehen. Das passt. Der eine Rettungswagen wartet auch auf einen Notarzt. Der braucht Begleitung. Okay. Dann lassen wir den gerade mal mitfahren. Bei den anderen müssen wir noch gucken, was wir alles hier haben. Schockzustand. Okay, da brauchen wir Notarztbegleitung. Was haben wir hier schön? Das sehen wir noch nicht. Polytrauma. Okay. Ich habe die Befürchtung, wir brauchen nochmal einen Notarzt. Okay, der ist jetzt am Aufheben. Aufheben. Hier, das läuft aber soweit. Schleudertrauma. Okay, vielleicht reicht es auch mit den Notärzten. Das kann tatsächlich passen. So, der Notarzt ist nämlich noch frei. Ich alarmiere den wieder ab. Beziehungsweise ich schicke den wieder zurück, sobald er losgefahren ist. Es müsste eigentlich irgendwie hinhauen. Kommt natürlich darauf an, wie schwer die Person noch verletzt ist, aber wir haben hier oben auch noch einen Notarzt, also das ist nicht das Problem. Die nehmen die Person auf, die schauen jetzt mal nach der Person.
Gut, der Notarzt ist da dran. Die nehmen die Person auf, die nehmen die Person auf. Dann können wir hier bald schon wieder die Straße freigeben. Aber erstmal machen wir komplett dicht. So. Komplett zu. Polizeifahrzeug zeigt an, Vollsperrung. Sollte man als Autofahrer wahrnehmen und dann könnte man hier wenden. Das wäre doch eigentlich perfekt platziert. Was haben wir da? Notarzt? Okay. Ja, müsste aber reichen von den Notärzten her. Wenn nicht irgendwo wieder ein Auto mitten im Wald liegt oder so. Feuerwehr schicke ich auch schon mal ein Fahrzeug weg. Brauchen wir auch nicht mehr. Jetzt sind wir schon wieder bei 40 Minuten. Eieiei. So, die sind auch gleich da. Klar, die sind jetzt auch losgefahren. Da kümmert sich jetzt der Notarzt drum. Feuerwehr schicke ich los. Polizei kann ich jetzt anfangen, Abschlepper rufen. Und die können auch aufladen und dann geht's ab ins Krankenhaus. Die fahren los, beide ohne Blaulicht, komplett gechillt. Den wollte ich wieder abbestellen, habe ich somit gemacht. Da brauchen wir noch einen Abschlepper. Polizei mogelt sich hier wieder durch. Ich würde jetzt hier schon mal die rechte Spur freigeben. Die packen nämlich auch zusammen, die sind gleich weg. Rettungswagen und Notarzt da hinten auch. Ich meine, man sieht ja, dass die hier arbeiten. Ja, da fährt man als Autofahrer nicht dagegen. Dann wechselt man hier auf die linke Spur und schlängelt sich durch, wenn es sein muss. So, die können auch aufbrechen. Dann ist der Notarzt auch weg, dann ist die linke Spur auch schon mal frei. Bis hierhin. Ja, ich fahre jetzt mit meinem Polizeifahrzeug vor. Schalte dann die LED um. Unfall, Fall nach rechts. Dann weichen die Leute hier nach rechts aus, fahren hier vor bis zum Rettungswagen, fahren dann da nach links. So. Haben wir wieder ein paar Meter mehr gewonnen und die Autos können hier halt an der Unfallstelle vorbeifahren. Oder klingt doch nach einer guten Lösung. Der Abschlepper ist auch schon da, der erste. Perfekt. Hier sind wir jetzt auch gleich transportbereit. Genauso wie hier sind wir auch transportbereit. Lassen wir die Zeit mal ein bisschen schneller laufen. Wir sind schon wieder bei 40 Minuten jetzt. 42 Minuten sogar. Lange Folge, aber sehr schöne Folge, finde ich. Ich hoffe, ihr findet auch die Folge wieder schön. Dann lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Freut mich sehr, motiviert mich auch sehr, dieses Spiel weiterzuspielen. Und ja, macht natürlich dann auch viel mehr Spaß, diese ganze Sache mit YouTube. Genau. Ja, also wie gesagt, bewerten nicht vergessen. Kanal abonnieren nicht vergessen, falls ihr es noch nicht getan habt. Gerne auch Discord-Server beitreten. Link dazu, wie immer, in der Videobeschreibung unter Social Media. Und gerne natürlich auch den Kanal mit einer Mitgliedschaft unterstützen. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge, sage ich schon mal, weil es geht ganz schnell. Euer Tommy. Tschüss.